Immer diese Influencer wollen einen immer irgendwelche Produkte andrehen. Ach, Kelle, Kelle. Du fährst Tesla Model 3, vielleicht sogar das neue Highland-Modell oder ein Tesla Model Y, dann gut aufgepasst. Mein Name ist André von eFieber und wir sprechen heute mal über meine Fußmatten, die ich exakt vor einem Jahr gekauft habe. Und ihr wisst es selber, die Influencer da draußen oder wie sie auch immer sich schimpfen, können euch da draußen viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Genauso geht es mir ja auch. Ich stelle euch Produkte vor, ihr entscheidet dann, ach, die sind geil oder nicht. Aber mal ganz ehrlich, was ist denn wichtig? Nämlich, dass ich euch auch mal zeige, wie das Produkt nach einem Jahr aussieht. In dem Fall sind das hier die Fußmatten. Und wir schauen uns mal an, wie sehen die Matten denn nach 365 Tagen aus. Nach dem Intro geht's los. Ende letzten Jahres habe ich für mein Tesla Model Y Fußmatten gekauft. Ihr wisst selber, die originalen Tesla Matten sind nicht schlecht, sehen optisch auf jeden Fall passend zum Fahrzeug aus, aber haben gerade bei Schlamm, Regen oder Wintereigenschaften schlechte Karten. Warum? Die sind nicht wasserabweisend. Die saugen sich voll wie so ein Schwamm und dann habt ihr da eine Kiste stehen, die ja fast untergeht wie ein U-Boot. Deswegen hatte ich mir damals vor einem Jahr diese Fußmatten gekauft bei AliExpress. Ihr wisst, ich bin da Spezialist drin. Und ich habe die auch selber gekauft, also das ist jetzt nicht so ein Ding, dass ich die irgendwie geschenkt bekommen habe, sondern ich hatte damals 156 Euro bezahlt. Da waren die im Angebot, ist ein sechsteiliges Set, also wirklich mit Kofferraum, Frunk und natürlich vorne und hinten. Und es hat sich gelohnt, denn wenn ihr hier mal das anseht, ich habe die nicht gewaschen extra für euch, die sehen Hammer aus. Also das ist auch ein besonderes Material, mehrlagig, hat hier eine 3D-Struktur drinne. Das heißt, schmiegt sich auch an der Seite an, ist 100% passgenau. Schaut dazu gerne nochmal das Video, zeige ich euch oben. Und wenn ihr hier mal schaut, ja, die Riffelung ist dreckig wie Sau, aber von dem Material her ist nichts abgeplatzt. Das sieht alles noch sehr vernünftig aus, genauso wie die Beifahrerseite. Von daher kann ich da nicht meckern. Ich habe auch gesehen, ganz neue Geschichte für alle, die ein Tesla Model 3 Highland fahren. Gibt es auch schon diese Matten im Angebot. Also sehr, sehr geil. Der Winter kommt. Könnt ihr euch definitiv mal anschauen. Denn aktuell gibt es 35% Rabatt. Und ich betone es nochmal. Ich kriege hier kein Geld für. Die Matten habe ich selber gekauft. Alles safe. Das Einzige, was hier ist, wenn ihr auf den Link geht, dass ich einen kleinen Bonus bekomme. Das sind vielleicht so 5 Euro pro Kauf von euch. Wie gesagt, das ist absolut keine gekaufte Werbung hier. Wie gesagt, schaut es euch mal an. Gibt es verschiedene Teile. Ihr müsst nicht unbedingt sechsteilig nehmen. Ihr könnt auch nur dreiteilig nehmen, dann kostet es 89 Euro. Lieferzeit nicht mal im Monat, ich glaube 3 Wochen oder 2 Wochen. Dann sind die bei euch und versandkostenfrei. Und wie gesagt, schaut euch das mal an. Das sieht doch ganz vernünftig aus. Ich habe keine Beschädigung hier. Der Dreck ist da. Aber ansonsten wirklich tipptopp. Ich hatte jeden Tag im Einsatz. Da kann man echt nicht meckern. Die Riffelung ist auch noch vorhanden. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich hole da hinten mal eine Gießkanne und zeige euch mal, dass die Beschichtung immer noch da ist für das wasserabweisende Material. Ich habe jetzt die Gießkanne geholt mit ein bisschen Wasser. Hier ist die Fußmatte. Und wenn ich jetzt hier mal drüber laufen lasse, dann seht ihr auch, wie das wirklich direkt runterläuft, das Wasser. Also es ist wirklich Wahnsinn. Jetzt seht ihr genau, was ich meine. Seht ihr das? Das nimmt gleich, ja, wie sagt man, ja, das ist hier einfach die wasserabweisende Oberfläche. Hier sieht man es ganz klar. Und selbst nach einem Jahr ist das sehr gut. Können wir gleich mal ein bisschen putzen hier, das gute Stück. Und dann ist das auch wieder ein bisschen sauberer hier. Und wenn wir jetzt gleich mal dabei sind, schauen wir mal in den Kofferraum bei der Kofferraummatte. Ich hatte hier für den Umzug wirklich viel, viel Zeug transportiert. Ihr seht hier noch, ich hatte teilweise Zement transportiert, Zementsäcke und so weiter für Jensi. Und auch hier, da seht ihr, da ist nichts irgendwie gerissen oder sonst was. Sie hat es echt gut mitgemacht. Einen kompletten Hausumzug und Baumaterialientransport. Sie ist dreckig, ja, aber echt unbeschädigt. Das muss man echt so sagen. Auch hier die Riffelung. Und das Coole ist, wenn ich hier mal so hoch mache, haben wir da, ihr seht es auch, ja, viel Prime. Und auch hier den Knick in der Mitte, der euch dann hilft, dass ihr auch nur die untere Ablage machen könnt, also hochklappen könnt. Das ist schon echt praktisch. Kurze Rede, langer Sinn. Ich bin sehr zufrieden mit den Fußmatten. Die haben mir dieses Jahr wirklich sehr viel Freude bereitet. Und gerade jetzt für die Jahreszeit, die jetzt kommt, ist es, glaube ich, doch recht sinnvoll, da sich mal umzuschauen. Für alle Model 3 Highland-Fahrer,
Ihr habt auch schon Varianten dabei, achtet nur drauf, der Hersteller hat euch dazu geschrieben, ab November 2023 bis 2024. Die sind dann extra für euch bestimmt, für alle anderen Model 3-Fahrer, ihr könnt einfach nach Berlin bestellen und auch die Model Y-Fahrer. Ich verlinke es euch unten rein, habt eine schöne Zeit, wir sehen uns, macht's gut!